Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region. Monday Night Football, eine Woche vor dem Super Bowl im Sportpark Lankow. Schwerin hat wieder ein Footballteam. Die Mecklenburg Bulls führen die Tradition der Schwerin Vikings fort, die in den 90er und Anfang 2000er Jahren schon American Football in Schwerin etabliert hatten. Viele ehemalige Vikings sind jetzt als Trainer tätig und können den verschiedenen Mannschaftsteilen ihr Wissen weitergeben. Bei einem sogenannten Tryout im September wurden neue Mitspieler gesucht. Vom Andrang waren die Footballer selbst überrascht. Mehr als 100 Kinder und Erwachsene kamen, viele sahen sich als Quarterback oder Receiver. Die erfahrenen Coaches haben den Rookies auch alle anderen Positionen im Football schmackhaft gemacht. Ob er groß ist, ob er klein ist, dick, dünn, schnell, langsam. Und gerade für die Defense muss man natürlich die Leute dann überzeugen, dass es nicht einfach nur ist, jemanden umzuschubsen, der einen Ball hat. Nein, ich kann natürlich den Ball selber auch abfangen, dadurch einen Touchdown erzielen. Oder wenn jemand den Ball gefangen hat, ihn halt daran hindern, einen Touchdown zu machen. Es ist halt vielseitig, auf jeder Position, Offense, Defense. Einer der Rookies, der sich von Anfang an in der Defense sah, war Holk Schilling. Der Polizist im Hauptberuf ist seit 20 Jahren Football-Fan. Den Unterschied zwischen Football gucken und Football spielen hat Holk schnell gemerkt. Es ist schmerzhafter, als es zu sehen. Deutlich. Es ist natürlich auch körperlich anstrengend, ganz klar. Das Training fordert, aber es macht auch tierisch Spaß. Man geht immer mit einem guten Gefühl nach Hause. Beim American Football trainieren die einzelnen Positionen mit ihren speziellen Coaches. Hier die Cornerbacks und Safeties, wenn man so will, diejenigen, die den hinteren Teil des Feldes verteidigen. Für Holk ist die Mischung aus Körperlichkeit und cleverem taktischen Verhalten gerade in der Defensive das Faszinierende am Football. Also wenn man natürlich im Fernsehen Football sieht, dann ist das Erste, was man sieht, ist der Quarterback, der die Punkte wirft, der Receiver, der die Bälle fängt oder der Running Back, der in die Endzone läuft. Ich persönlich finde, dass dabei die Verteidigung mal ein bisschen vernachlässigt wird. Und gerade das ist das Faszinierende, da ein bisschen mit Taktik und Körpereinsatz spielentscheidend sein zu können. Ein gutes Auge und schnelle Reaktionsfähigkeit, das ist in der Line gefragt, egal ob offensiv oder defensiv. Hier stehen die großen Jungs. Nicht umsonst wird Football gerne Schach mit Kühlschränken genannt. Da ist dann auch Erfahrung gefragt. Zwischen den ganzen Anfängern steht, hier als Center, ein echter Veteran. Enrico Rummler hat schon bis 2008 bei den Vikings in der Linie gestanden. Klar, dass die Rookies auf den alten Hasen schauen. Ich kann eine Menge Erfahrung mitgeben, ne? Da man ja 10 Jahre schon gespielt hat. Ne? Fragen die auch viel, was kann ich anders machen, wie ist mein Stand und ist der gut? Also es läuft gut. Auch der Team zusammenhalt, ist total toll, auch mit den Rookies. Die Bulls gehören, nomen est omen, zum Verein Mecklenburger Stiere. Fast 120 Mitglieder hat der Verein in kürzester Zeit zusammenbringen können. Kinder spielen Flag Football, eine kontaktlose Form des Footballs. Hier bei den Erwachsenen geht es richtig zur Sache. Natürlich mussten die Anfänger erst einmal langsam zum echten Körperkontakt hingeführt werden. Wir haben natürlich erstmal angefangen mit der Agilität. Also letztendlich haben wir natürlich welche, die sind sehr sportlich. Wir haben welche, die haben Fußball gespielt, Handball, Volleyball, aus allen Sportarten. Letztendlich geht es aber darum, erstmal die Jungs zusammenzuführen und dann natürlich an den Sport heranzuführen. Also ganz einfache Dinge, was sind Passrouten, wie laufe ich eine Passroute, wie werfe ich den Ball. Ganz einfache Dinge, was eigentlich grundsätzliche Dinge sind für den Sport. Dazu gehört auch jede Menge Theorie. Football ist eben eine sehr komplexe Sportart. Das Playbook muss vor allem der Quarterback im Kopf haben. Die Bulls haben mit Philipp Tümmel einen ganz jungen Spielmacher am Start. Philipp bewegt sich schon ganz gut in der Pocket. Dem 17-jährigen Sportgymnasiasten ist schnell anzumerken, dass er vorher schon andere Sportarten ausprobiert hat. Ich bin schon seit langem Football-Fan. Und dass sich das jetzt ergeben hat, dass es in Schwerin so einen Footballverein gibt, habe ich dann sofort gesagt, das möchte ich machen. Vorher habe ich Handball gespielt, hat dann nicht mehr allzu viel Spaß gemacht und dann kam Football und das war dann das Beste. Verstärkung können die Footballer noch auf allen Positionen gebrauchen. Demnächst planen die Bulls ein erstes Trainingsspiel gegen ein befreundetes Team aus MV. Bis dahin steht mindestens eine Theorieeinheit auf dem Programm. Sonntagnacht wird der Super Bowl in Minnesota ausgespielt.
Die Bulls haben dafür eine Super Bowl Party im Bolero auf die Beine gestellt. Bulls on me! Bulls on free! One, two, three! Bulls! Schwerin Sportiv wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Sportförderer Nummer 1 in der Region.